Hallo und herzlich willkommen zurück zu GeoGuessr. Folge 5 müsste das sein. Wenn man die Adventskalenderfolge ausklammert, die ja dann nicht mit in die normale Zählung reingehört. Ich bin hier nochmal auf der Deutschlandkarte. Ich meine, die Deutschland-Challenge waren ja 25.000 Punkte und dabei unter 30 Minuten zu bleiben. Ich habe beides nicht geschafft beim letzten Mal und deswegen machen wir das hier nochmal. Ich mache das diesmal aber ein bisschen anders, damit das für mich einfach ist mit dem Schneiden. Gibt es jetzt gleich einen kurzen Cut und wenn ich dann wieder da bin, dann habe ich im Prinzip schon auf Play gedrückt und die Stoppuhr gestartet. Das ist dann einfacher für mich. Also bleibt dran und seht, ob ich es diesmal schaffe mit den ja, 25.000 Punkten. So, und dann sind wir auch schon da und wir sind anscheinend direkt in Leipzig. Zumindest steht das da. Ich versuche mal diesmal auch zwar ein bisschen zu erzählen dabei, aber mich nicht so ablenken zu lassen. Also, Leipzig. Mal gucken, in welcher Zeit wir es diesmal schaffen. Ich finde es übrigens nett und gut, schön von euch, dass ihr so zahlreich bisher teilgenommen habt. Und was heißt zahlreich? Ja, es sind doch mehr erwartet. Also James, Mofi und der liebe Dave. Die anderen beiden sind auch lieb. Sollen wir jetzt mal ein bisschen gucken nach dem Rathaus? Also ich würde sagen, wir sind Leipzig und Ratskeller und wir sind am Fluss. Ich gehe nochmal zum Start zurück. Wir haben doch hier direkt. Ah ne, das ist kein Wasser. Das sah im ersten Moment aus wie Wasser. Nein, wir sind mitten in der Stadt. Aber vielleicht hilft das. Chemnitz nach links zur Autobahn. Okay. Ich dachte erst, wir wären mitten am Fluss. Wo war ich ja? Auf jeden Fall. Es haben drei Leute teilgenommen. Jetzt weiß ich natürlich noch nicht alle Ergebnisse. Wenn ich die weiß bis zur Videoveröffentlichung, dann schneide ich sie rein. Auerbachs Keller. Naja, es ist noch nicht ganz das. Ich sollte mal nach einem Straßennamen Ausschau halten. Deswegen gehen wir mal hier zu der Hauptstraße hin. Haltestellenname ist natürlich auch ganz cool, wenn ich den finden kann. Ich möchte mal hier zu der Haltestelle. Straßenname. Nicht ablenken lassen hier von irgendwelchen Sachen. Hier ist eine Straßenbahnkreuzung. Die Schiene geht nach Norden weg und Osten, Westen. Gesamtschule Ottmar Gerst. Jetzt könnte ich mir natürlich vorstellen, dass das hier irgendwie der Fall ist. Die Schienen gehen nach Norden weg. Im Norden ist eine Straßenbahnhaltestelle auch. Ja. Sind wir hier? Ich weiß es nicht. Es könnte sein, dass wir hier in einem dieser Bereiche sind, aber hier geht überall Schienen nach Norden weg. Hier genauso. Ich muss mal den Haltestellennamen rausfinden. Oder einen Straßennamen, den ich immer noch nicht habe. Haus weg. Wir gucken jetzt erstmal hier. Kann man hier einen Haltestellennamen lesen? Nicht gut. Das heißt Art Haus. Okay, die Schienen gehen dort. Huch! Was sind wir jetzt hier? Hä? Ich bin im Fitnessstudio. Neujahrsvorsätze und so. Oh. Jetzt lass mal gucken, wie die Straße hier heißt. Da ist ein Sinister und hier ist der Ratskeller, aber ich habe den Straßennamen nicht sehen können. Weil der, ach so, wird es hier auch nicht weitergehen? Doch, hier geht's weiter. Gut. Also, wir haben ein paar Informationen. Da ist auch schon wieder die Straßenbahn. Jetzt kommt es gleich raus. Wir sind gar nicht in Leipzig, sondern irgendwie in Dresden oder so. Das wär's.
Da ist ein Straßenname. Martin Luther Ring. So. Das ist Gürtelring hier. Ich gehe davon aus, dass wir in der Innenstadt sind. Karl-Tauchnitz-Straße. Aber das ist ja auch so viel. Wie geht man hier gut dran? Habt ihr eine Idee? Mehr was finden, was mir weiterhilft. Der Martin Luther Ring. Zum Beispiel hier diese Parkhäuser. Steht Europaplatz. Burgplatz und Petersbogen und Ost-Süd. Das heißt, wir könnten. Sein. Hier ist Amt im Glück. Das ist nicht das, was ich suche. Petersbogen könnte vielleicht auch eine Hilfe sein. Bin also wieder Martin Luther Ring. Den ich nicht vergessen habe. Das sah so einfach aus am Anfang. Und jetzt sind wir hier schon wieder. Straße ist 18. Oktober. Geschichtsträchtig. Was war an dem Tag? Da ist der Martin Luther Ring. Okay, da ist der Ratskeller. In Leipzig, der Rathausturm, das ist der Burgplatz. Hier ist auch noch Martin Luther Ring. Interessant. Das heißt, ich gehe wieder zum Start zurück. Wir haben hier einen Platz, wo das Sinister ist. Finden wir das Sinister auf der Karte? Ist die Frage. Gut, erstmal gucken wir, diese Straße, auf der wir sind, geht von Nord nach Süd. Und im Norden ist der Platz. Da ist das Sinister. Das heißt, wir sind hier ungefähr. Ratskeller ist da. Mach mal die Karte zu. Hier ist das Haus, das geht von da bis da. Das heißt, wir sind hier. Hier ist ein Busparkplatz, jo. Alles klar, nächste Runde. Das hat länger gedauert als gedacht, nachdem ich das gefunden habe. Dafür weiß ich jetzt instant, wo wir sind. Das ist die Haarbahn in Dortmund. Das ist die Uni Dortmund. Wir gehen mal ein kleines Stück hier rüber. Ich müsste jetzt nur noch rausfinden, welches Gebäude das ist. Aber das sieht mir aus wie im Bereich Emil-Fege-Straße. Da war ich oft genug. Dann Dortmunder Uni da. Dann ist das hier in dem Bereich. Jetzt müssen wir mal gucken, welche Hausnummer wir hier haben. Das ist jetzt ein schönes Geschenk eigentlich, aber das ist eine Katze. Komm her. Achtung maximal. Ich dachte, da steht was Sinnvolles drauf. Hier ist aber was Sinnvolles. Hier ist nämlich die Emil-Fege-Straße. Himself. Hier ist die Fachhochschule 4044. Das heißt, das ist dann die Haltestelle hier. Emil-Fege-Straße, die ist hier. Das heißt, wir kommen hier aus dieser Straße raus. Die zur Fachhochschule geht. Gegenüber geht es auf den großen Parkplatz, genau. Dann gehen wir hier entlang und wir waren auf der anderen Seite der Haarbahn auf dem Parkplatz. Da ist das Gebäude, genau hier. Das heißt, wir sind hier. Okay, das ist nicht nett. Hä, da sind wir? Okay. Gut, die Runde war einfach.
eine Autobahn hilft eigentlich immer. Welche Autobahn? Wir wollen erstmal wissen, welche Autobahn wir hier haben. Die A2 und die A33. Alles klar. Das heißt, wir sind bei Bielefeld. So, jetzt geht es hier. Also, zeitlich sind wir diesmal, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Punktetechnisch nicht ganz. Aber das machen wir halt so lange, bis wir volle Punktzahl haben. Ich hätte da gerade vielleicht noch eine Minute investieren sollen. Da A2 Richtung Dortmund geradeaus weitergeht und die A33 in Richtung Paderborn geht nach rechts ab. Das heißt, wir müssen es hier irgendwo befunden haben beim Starten. Wie weit um die Kurve rum sind wir denn? Ey, das ist keine Autobahn mehr. Aber wir gehen doch hier auf die 33. Wo gehen wir hier hin? Die 33 nach Paderborn. Die beginnt hier. Was ist denn hier oben? Das Layout wirkt hier noch nicht so fortgeschritten. Ich glaube, dieser Teil der Autobahn wurde erst vor kurzem überhaupt fertiggestellt. Deswegen gehe ich damit, dass wir hier sind und dann gucken wir einfach mal in der Hoffnung, dass wir richtig liegen. Boah, das ist jetzt aber auch gemein, ne? Dass 25 Meter nur noch die 2 Punkte Abzug gibt. 25 Meter, das sieht mir sogar so bekannt aus. Wir sind nämlich in irgendeiner Siedlung. Siedlungen sehen immer sehr, sehr, sehr bekannt aus. Reseder Straße. Ja, und Stiegsfeld. Da ist eine Haltestelle. Die könnte uns vom Layout her Aufschluss geben, wo wir sind. Naja. So sehen Haltestellen zum Beispiel in Recklinghausen aus. Aber eine 4 vorne sieht er. Ist eine Dortmunder Nummer. Linie 450, Reseder Straße, Reseder Straße. Schön, dass man hier durch diese Siedlung hindurch einen Bus schickt. Otto, ach, der ist die 650. Alles klar, das sah gerade aus wie eine 450. Wir sind im VR-Bereich. 600er Nummern. Jetzt könnte ich mich natürlich schon mal festlegen, in welchem Bereich des VR wir sind. Nämlich in diesem hier. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir wirklich in Wuppertal sind. Aufgrund des Haltestellen-Layouts passt das eigentlich nicht. Denn die haben meines Wissens nach blaue Haltestellen zum Osttor. So. Hier ist eine Hauptstraße. Diakoniezentrum im Bereich an den Friedhöfen. Hilft jetzt hier nicht ganz weiter. Aber wenn wir hier jetzt hochgehen, dann. Ja. Die Hauptstraße geht hier weiter. Alles klar. Aber da ist ein Park and Ride. Geht es hier zu einem Bahnhof? Ja. Ich würde fast sagen, ey, jetzt lass mich auch zu dem Bahnhof gehen dann. Na toll. da ist ein Wagen der Stadt hinter dem Google-Auto hergefahren. Ich möchte gerne hier weiter. Hallo.
Wieso bist du hier abgebogen? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Hey. Ja. Super. Danke für nichts, Google. Da hinten möchte ich hin. Okay, wir gehen also wieder zurück. Wir gehen wieder zurück. La 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 la. Gehen dann doch die Hauptstraße weiter. Schuhmachergewerbeindustrie.de. Also ich muss echt sagen, für die nächsten für den nächsten Versuch, ich muss anscheinend noch genauer werden, was das Anschauen von Kurven angeht, um solche Kleinigkeiten wir sind doch in Wuppertal, also zumindest steht da Elberfeld und Ronsdorf Mitte, also in Ronsdorf anscheinend so Wuppertal, Ronsdorf, dass wir doch andere Haltestellenschilder haben, als ich sie erwarte. Wir sind auf einer Straße, die von Nord nach Süd verläuft. Und da geht es eine kleine Straße rein, die Gasstraße heißt. Littringhäuserstraße, da ist die Gasstraße. Gut, wir kommen dann aus dieser Siedlung hier. Resedastraße, genau. Und dann gehen wir zum Start zurück und schon wieder in Wuppertal. Ich muss damit sagen, also ich habe nur gesagt, ich kenne mich hier aus, weil das aussieht wie eine Siedlung und Siedlungen irgendwie immer gleich aussehen, gefühlt. Ich möchte gerne da den Straßennamen. Hä? Ich möchte da nicht hin. Ich wollte auf den Fall. Dahin wollte ich. Stiegsfeld. Stiegsfeld. Und die Straße verläuft von Nord nach Süd. Das heißt, wir könnten hier in dem Bereich sein. Da müsste ich jetzt mal kurz nach Süden gehen. In eine Rechtskurve herum. Und in eine Sackgasse rein, die dann wahrscheinlich auch Stiegsfeld heißt. Wir sind aber von dieser Kreuzung ein ganzes Stück entfernt. Eher so hier. Oh, um die Kurve rum, das ist 22. Ja, das ist der Bereich, dann heißt, wir sind hier. Wieder in der Ecke zu wenig. Also wieder nur für uns 5 Punkte weg. Egal, ein Straßentunnel bringt uns Runde 5. Ich finde, wir sind zeitlich, glaube ich, diesmal viel, viel besser dran. Und das ist eine Autobahn, auf der wir uns hier befinden. Da müssen wir mal kurz herausfinden, wie heißt der Tunnel? Allach. Das hört sich so nach Süddeutschland an. München, ja, sag ich doch. München-Allach. Dreieck München-Allach. Also das München-Feldmaching. Jetzt können wir natürlich einfach sagen, wir gehen einfach alle Dreiecke ab, die hier in der Nähe sind. Wir können aber noch versuchen herauszufinden, auf welcher Autobahn wir sind. Und das kriegen wir vielleicht da drüben heraus. Da können wir auf die andere Seite gepackt. Wir gehen... Salzburg. Also, die Autobahn geht von West nach Ost zu Salzburg. Ah, das ist Aschheim-Ismaning. Okay. Auf der Autobahn sind wir nicht. Ha. Das heißt, wir gehen vielleicht doch noch mal weiter bis zu dem Schild oder hier könnte es helfen. Dachau, München, Ludwigsfeld, Zentrum. Auf die 304. Das ist die 304. Das heißt, können wir hier abfahren? Nee.
Wir sind auf die andere Spur gebackt. Jetzt sind wir auf der Straße draußen. Ich bin abgefahren. Ich bin aber auf sehr merkwürdige Art und Weise abgefahren. So fährt man nicht von der Autobahn runter. Ich möchte da wieder drauf. Haben wir hier vielleicht die Möglichkeit herauszufinden, welche Autobahnnummer das ist? Wenn wir schon mal neben der Autobahn sind. Dann war das vielleicht gar nicht so doof, der Trick. Jo, da sind Autobahnschilder. Das ist die A99. Salzburg, Nürnberg, Stuttgart. So, jetzt gehen wir mal die Ausfahrten hier durch. Hohenbrunn. H. Kreuz München Ost. Kirchheim bei München. Ismaning. Zeitlich sind wir gut dran. Wie gesagt, da müssen wir nur noch die 5 Pünktchen nächstes Mal finden. Da ist ein Tunnel. Ist das hier vielleicht München-Allach-Tunnel? Das ist zumindest Allach hier. Dass das hier dann das Dreieck Allach ist? Ja. Ja, das sieht sinnvoll aus. Hoppala. So, wir gehen also zum Start. Der Start war im Tunnel, aber ziemlich am Anfang, wenn ich mir die Länge des Tunnels ansehe. Es waren ja hier schon nach 2 Klicks draußen. Wir gehen nach Osten gerade, das heißt, wir sind vielleicht hier. Gas. Ah, noch weiter raus. Alles klar, aber wir stoppen die Stoppuhr an dieser Stelle, wenn mein Handy sich mal entsperren würde. Sind wir diesmal bei 21 Minuten und vielleicht ja, so 5 Sekunden. View Summary, was haben wir geschafft? Wir haben es geschafft, Leipzig spot on 5000 Punkte zu kriegen. Weil ich mich frage, warum? Dann hatten wir Dortmund mit einem Punkt zu wenig. Bielefeld mit einem Punkt zu wenig. Wuppertal mit ein paar Pünktchen weniger. Und München, ja. Schade eigentlich. Dass wir da dann irgendwie doch wieder Punkte haben liegen gelassen. Naja. Kann man nichts machen. Das heißt, es wird auf jeden Fall demnächst eine dritte Runde dieser Challenge geben. Und dann das Video ein bisschen über 30 Minuten wird, werde ich hier hinten hinter vielleicht noch einfach einen schwarzen Bildschirm packen. Also braucht ihr nicht weiter zu schauen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, demnächst dann einfach mal gucken, dass wir hier solche Kleinigkeiten oder sowas hier, dass wir das besser hinkriegen. Ja, bis zum nächsten Video. Das wird wahrscheinlich Samstag. Das ist ja morgen schon für euch oder immer morgen, je nachdem, wann ich es hochlade. Die Omsee-Folge sein. Tschüss.